Na, ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Vorfreude mitgebracht, weil es geht weiter mit einem derzeit relativ interessanten Format, wo noch einige Spannungen herrschen und wir sind ganz gespannt, wie das alles sich auflösen wird in der 6. Folge von Prominent getrennt. Woo! Ja, die letzte Folge endet ja wieder mit einem Geld-Safety-Spiel, wo ganz schön viel Geld verbraten wurde. 100 Euro konnte gesaved werden und 9500 Euro nicht. Schön. Und genau damit startet auch diese Folge, weil ein zweites Team darf genau die gleiche Aufgabe bewältigen und ähnlich viel Geld dann verprassen. Am Ende gewinnen die nichts mehr. Die haben am Ende gar kein Jackpot-Geld mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Und wir schauen aber mal ganz gespannt rein. Wer sich aber natürlich auch die ganze Folge reinziehen will, kann es gerne machen. Auf RTL Plus, den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Und ja, wir gucken mal, ne? Luisa, bist du fit? Wirkte jetzt nicht so. Ich glaube, sie bräuchte noch eine Mütze voll Schlaf. Und ich habe mal gehört, in diesen Formaten kann man generell immer sehr wenig schlafen. Ich glaube, bei Prominent getrennt schon, das wirkt ein bisschen so. Aber bei anderen, Schlafentzug Deluxe. Ich will mir einfach eine Pulle Bein reinziehen und schlafen gehen. Du kannst doch nicht einer Luisa, einem Max, eine Summe zutrauen, die sie noch nie in ihrem Leben mit eigenen Händen erarbeitet haben. Mike, man traut dir die 500 Euro zu und selbst das versemmelst du. Also du solltest mal den Ball ganz flach halten mal wieder. Vor allem auch, warum spielt er sich mal so auf, als wäre er Multimilliardär? Also da ist auch was ganz Komisches im Argen. Während sich allerdings jetzt eine Gruppe aufmacht zum Spiel, redet Mike dann auch mit Sandra. Was eine seltsame Konstellation, auch über die Nominierungen. Du und Tommy, ihr geht auf Lukas und Chiara, richtig? Also Tommy, aber... Und ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum sich jeder mit Mike unterhält. Ich meine, man kennt Mike doch, man kennt seinen Ruf, man weiß, dass er wirklich der Schlimmste der Schlimmen im Trash-TV ist. Und alle so, hey Mike, also die Person nominieren wir so und was ist dein Plan? Ja, ich sollte das eigentlich. Was ich denke ist, wenn es andersrum wäre, würde Max von mir definitiv ein Messer reinstecken. Ich kenne Max, ja, ich kenne ihn. Warum checkt der Tommy das nicht? Ich will meinen Tommy irgendwie wieder bekommen, weil ich weiß, dass da irgendwas ist, so, was wir noch verarbeiten müssen. Nun sollte Sandra vielleicht nochmal sagen, dass sie ihren Tommy nicht wiederbekommen wird. Aber mit Mikes Hilfe bequatscht er jetzt Sandra, dass man am besten auch die beiden sollen Max auch noch mit rauswerfen, damit sie ihren Tommy wiederkriegt. Ich glaube nicht, dass Tommy dann so glücklich sein wird, Sandra, aber die gibt sich vielleicht der Illusion hin. Naja, gehen wir dann aber mal zum Spiel. Das sind fast 20 Meter. Warum? Warum Höhe? Ich habe das Gefühl, Sarah mag nicht nur offene Gewässer nicht, sondern auch die Höhe findet sie nicht ganz so berauschend. Und ich finde auch schön, wie toll Nico Legert Entfernungen einschätzen kann. Mega gut. 35! Ich weiß nicht, ob du so weit kommst. Du schaffst das. Ich kann gerade, ich bin so hart am Zittern, dass ich nicht mich halten kann. Bin ich ehrlich? Dann versuch zu springen, das ist nicht weit. Bei einer Aufgabe, wo man auf jeden Fall hangeln sollte, zu springen, ist auch ein interessanter Schritt. Allerdings muss Melina ja auch nur die 100 Euro safen und das wäre definitiv möglich. Ja! Oh mein Gott, und auch das Team hat 100 Euro gesaved. Mal gucken, wie die sonst so abschneiden. Easy! Das ist nicht so schlimm! Ah, jetzt auf einmal, hä? Ist ja super hilfreich. Und das finde ich auch so schlimm. Ich bin Höhenangst komplett, aber manchmal muss man in so einem Kletterpark sein. Da war ich auch immer so, das ist ja die absolute Hölle. Und wenn man dann irgendwie ganz am Ende angekommen ist und dann auch irgendwo runterspringen musste oder so ein Kack, war ich immer so, ich kann das nicht. Stand eine halbe Stunde da oben und dann bin ich gesprungen. Ich so, naja, so schlimm war es jetzt eigentlich auch nicht. Ist, aber wenn man dann wieder umsteht, ist es wieder genau das Gleiche. Ist immer schlimm. Mein Herz hat so geschlagen, dass ich dieses Pochen in meinem Kopf so fühlen konnte. Und ich muss sagen, ich lebe ja ein bisschen für solche Momente, die ein bisschen urkomisch aussehen. Also ein bisschen Mitleid habe ich auch, vor allem, weil sie jetzt trotzdem kurz einen Adrenalinkick und Angst hat. Aber es sieht ein bisschen lustig aus, wie so, ich schaffe das nicht. Ja, schade. Fallobst sollte man ja irgendwann aussortieren. Und Nico Legert hat wirklich easy die 1000 Euro gesaved? Alles klar. Also wir wissen ja, dass Tommy es zum Beispiel auch ja geschafft hätte, die 1000 Euro zu saven, aber er hatte ja 5000, musste noch mal viel weiter hangeln. Aber immerhin, die Gruppe ist schon mal besser als die davor. Und ich glaube, seine Hangeltechnik war auch cleverer, weil die meisten hangeln ja so nach vorne und eher so seitwärts, das war, glaube ich, ist klüger, oder? Das ist Kindergarten gewesen. Meine Oma mit 90 hätte das geschafft. Aber eine Eier! Oh, das tat auch! Ach komm! Bitte lass mich jetzt nicht der Einzige sein, der sich kurz vorstellt, wie so eine süße kleine Omi da rumhangelt und einfach den Spaß ihres Lebens hat. Fände ich richtig witzig. Jawohl. Und let's go. Komm. Und weiter. Jawohl. Ja, genau. Und weiter. Ja! Oh, und ich liebe auch noch dieses Ja, während sie jetzt schon am Fallen ist.
Luisa hat es auch nicht ganz hingekriegt. Und dann muss Max auch jetzt bis zum Ende durch. Und das ist wirklich ein Krampf, ne? Easy, ab rüber, durch. Hochziehen, rübergreifen! Hochziehen, rübergreifen! Komm! Und das ist tatsächlich ein bisschen deprimierend. Das Team hat jetzt auch nur 1.100 safen können. Das bedeutet, 8.500 sind weg? Ja. Die Gewinnsumme schrumpft, sage ich nur. Ach man, schade. Sandra hat jetzt allerdings erfahren, dass ja Max das große Ziel ist, das rausgewählt werden soll. Und da Tommy und Max ja sehr close sind, möchte Sandra da auch irgendwie intervenieren. Wie ihr euch da so ein bisschen so sicher seid mit den Nominierungen. Dem Tommy juckt halt einfach gar nicht, was ich denke, was ich sage. Ich bin einfach nur hier. Und das ist für ein Team natürlich auch super schrecklich. Und ich habe auch das Gefühl, dass Tommy da ein großes Problem einnimmt, dass er gar nicht mit Sandra reden will, auch nicht überspielt. Also er will generell nicht Zeit mit ihr verbringen, unter keinen Umständen, nie auf sie hören. Ja, die werden dann nicht gewinnen, so. Du kotzt mich an sowas. Dann geh raus und wenn ich fertig bin, komme ich mal rein. Ahn schon, etwas Blödes, das mir nicht gefällt, wird sie sagen. Ja, und wenn man mit so einer Einstellung dann ins Gespräch reingeht, Tommy, dann kann das auch nichts werden. Ihr solltet das mal bitte ein bisschen besser klären. Vor allem, dass es jetzt nur ums Spiel geht. Sie will dich jetzt nicht wieder bumsen, Tommy. Ja, okay. Die wollen den Max rauswählen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich glaube es nicht. Ja, ist auch komplett abwegig, nachdem ihr seit Folge 1 schon sagt, wir sind ein krasses Team zusammen, zwei Teams, die sich nie rauswählen werden. Ja, verrückt, dass die anderen mal gegen was tun wollen, ne? Finde ich witzigerweise auch. Also es ist ja oft so, dass sich Leute zusammenschließen und die anderen sagen, oh, die schließen sich zusammen, sind super stark und dann nichts tun. Deswegen finde ich es hier geil, wenn die mal was tun, aber dass Tommy jetzt überrascht ist, verstehe ich nicht. Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Von wem weißt du das? Von denen, mit denen ich darüber geredet habe, mit denen ich abhänge. Du bist voll anstrengend. Sag mir jetzt einfach, von wem du das gehört hast. Vielleicht kann ich es mir auch einfach denken, weil die wollen ja auch euch als Gruppe zerstören. Sandra, denkst du dir das gerade oder hast du es gehört? Beides, habe ich dir von Anfang an gesagt. Beides, Tommy. Ich denke mit. Alter Sandra, aber das explizit hast du ja gehört. Und das ist doch jetzt, das ist jetzt dein Teammate. Ihr redet da zusammen drüber. Du hast es gehört und nicht, du spinnst dir es einfach nur zusammen. Das ist doch viel überzeugender. Ich meine, ich verstehe ein bisschen, dass du nicht Tommy sagen willst, von wem du es gehört hast, weil der würde sofort zu dieser Person rennen und Stress verursachen, was auch kontraproduktiv wäre. Aber, ach, Sandra, ey, nee. Ich werde nicht gegen einen Max wählen, falls du das wissen willst, was du wissen willst. Aber willst du nicht schlauer sein, wenn alle gegen den wählen, dass du dich dann nicht gegen die willst? Weil da ist also mein Prinzip mehr wichtiger. Und da finde ich aber auch kurz witzig, wie man so darüber nachdenkt, dieses, hey, die wählen jetzt auch für den, also rennen wir am besten mit. Also es ist immer so, einer hat den Start und alle anderen laufen mit, Hauptsache wir fliegen nicht raus. Ganz komische Dynamik da wieder. Sandra versucht da jetzt sich auch mit reinzuschlängeln, würde ich auch gar nicht auffallen. Alle werden denken, boah, Tommy und Sandra, die sind auch in unserer Gang, die werden wir nicht als nächstes rauskicken, klar. Ja, okay, alles klar. Ich habe das Gefühl... Nicht weiterdenkst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie sogar gar nichts von jemand gehört hast und dass du mir das eigentlich so einfach... Danke, dass du mir kein einziges Wort aus meinem kleinen Mund glaubst. Ja, Sandra, man muss dazu jetzt schon sagen, dass du jetzt auch nicht krass überzeugt bist. Also, ich habe da was gehört, ich sag dir aber nicht von wem. Du bist die Person, der ich am meisten vertraue. Wir müssen hier zusammenarbeiten, aber ich habe von dir Geheimnisse mit anderen Leuten. Naja, und dass du ja nicht gut auf Max zu sprechen bist, spricht ja auch noch dagegen, ne? Du sagst jetzt, dass du mir nicht glaubst. Ich glaub dir auch nicht. Ich weiß, das hast du erwähnt. Kannst du mich beruhigen? Nein! Man muss dazu mal wiederum was sagen, dieses beruhigt dich, Sandra, wenn ihr jetzt nicht geglaubt wird. Aus ihrer Sicht ist ja komplett perfekt erklärt, was sie da gemacht hat. Auch kacke. Also, die beiden können doch nicht mal zusammen spielen. Anstrengend. Ich glaube, wir haben das auch jetzt weit auserzählt mit den beiden. Ne? Ich habe mir richtig viel erhofft auf dieses Wiedersehen, auf diese Zusammenarbeit, aber irgendwie ist das einfach nur traurig. Könnt ihr nicht normal miteinander reden, ohne ausfallen zu werden? Komplett enttäuscht kehren die anderen natürlich aber auch wieder zurück und, naja, Geld gewonnen haben sie nicht. Den Schwung nicht mitgenommen, sonst hätte ich es, glaube ich, geschafft. Is it high, is it hey? Okay, that's too big. Also hier passiert das ziemlich oft, dass wenn irgendwas nicht klappt, es direkt heißt, deswegen, da sind Dinosaurier vorbeigeflogen und da sind wir halt hingefallen. So, das war 3 Meter weit weg. Naja, aber was sagst du denn sonst? Wenn du irgendwas nicht geschafft hast, erklärst du, warum es nicht geklappt hat. Also man geht ja nicht hin, ja, wir haben es nicht geschafft, wir sind einfach Loser. Wäre ja jetzt auch keine gute Aussage, aber ich verstehe die Intention. Nee, aber knapp. Hast du? Nein. Oder hast du nicht? Mike hat mich abgefuckt. Ja, weil er wirklich auch rumgegangen ist. Hast du gerade Geld verspielt? Hast du Geld verspielt? Habt ihr Geld verspielt? Weißt du, Mike, der selber schon ewig viel Geld verloren hat, meckert jetzt auch wieder am lautesten rum und ist super enttäuscht von den anderen. Luisa ist einfach faul hier drin. Die sitzt ihre Gage ab. Und Max, der ist noch so grün hinter den Ohren, der Typ. Wie weit warst du, Luisa? Etwa 1, weiß ich nicht mehr. Und dann abgestürzt.
Und diese Enttäuschung in Mikes Stimme, weißt du selber, hat er es bis zur dritten Sprosse geschafft und das auch nur unter Qualen. Und jetzt so, oh, ich bin so enttäuscht von euch. Dieser Typ ist einfach wandelnde Doppelmoral Deluxe. Später am Abend bahnt sich allerdings dann ein größeres Problem an und das ist zwischen Max und Michelle, beziehungsweise Mike und Max. Der Max ist ja auch Single, Michelle, ne? Muss man aufpassen. Echt? Warum? Ich kann den nicht mehr kontrollieren. Hm. Ja, Michelle, eigentlich können wir ja mal kurz rummachen. Oh, jetzt machen wir da ein paar kleine Späßchen. Max und Michelle, das wäre ja auch mal ein cute Couple, würde ich mal sagen, ne? Klar, Michelle lacht, alle haben Spaß, alle haben Fun. Bis auf Mike. Schneller Kuss ohne Zunge. Mike, hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse? Oh, ich glaube damit. Das wäre schon interessant, Alter. Oh, und sein Blick sagt aber nicht, dass er es so interessant findet. Der ist nicht ganz überzeugt von diesem Plan. Oh no, ich sehe Probleme kommen. Also der dreht doch jetzt wieder völlig am Rad. Ich kenne dich jetzt mittlerweile, Schwester. Ich will ja nicht, dass du so einen an deiner Seite hast, Alter. Was heißt du, so einer? Du kannst ja nichts leisten in deinem Leben. Sag wer? Du hörst dir jetzt mal ganz kurz was an. Was fährst du für ein Auto? Hast eine Eigentumswohnung? Du darfst meine Ex-Frau nicht küssen. Du hast keine Eigentumswohnung. Hat Mike das alles? Definiert er sich darüber? Okay, das erklärt einiges, glaube ich. Ich habe jedes Recht, überhaupt irgendwas zu sagen, was ich will. Du bist so überheblich, mein Freund. Ich bin überheblich? Mhm. Aber jetzt kommt auf einmal der wahre Mike raus, hä? Nö. Ja, aber du darfst alles sagen. Humor ist einfach nicht dein Ding anscheinend, ne? Vor allem, Max hat wirklich nur einen kleinen Witz gemacht und Michelle hat sich kaputt gelacht und alle hatten Spaß und eine gute Zeit und dann kommt wieder Mike und ruiniert alles. Also der hat das ja auch schon im Sommerhaus mit seinen Eifersuchtstiraden, da hat er ja auch alles zerstört. Und hier kommt es jetzt auch langsam durch, bei seiner Ex-Frau jetzt sogar, offiziell. Noch mal unangenehm. Solltest du nochmal so einen respektlosen Satz gegenüber Michelle machen, mein Freund? Nein, nein, das war nicht gegen Michelle respektlos. Michelle versteht Humor, weißt du? Ist einfach so. Brauchst du ja auch gar nicht so angucken. Und das stimmt tatsächlich. Also Michelle hatte Spaß. Aber seitdem Mike da ist, ist sie auch so, oh, was haben wir hier angefangen? Also man merkt wieder die Dynamik, oder? Also sie ist, wenn sie ohne ihn ist, komplett glücklich, hat Spaß, ist frei, kann mit Leuten rumspaßen. Und ich glaube, die würde in so einem einzelnen Format richtig weit kommen und richtig durchstarten. Und dann sitzt Mike daneben und ist wieder so, alles kacke. Ach Mann, schade. Für diesen Satz, für diese Frage. Dafür wirst du Konsequenzen tragen, mein Freund. Oh Gott, und dieses Drohen, dieses unnötige Drohen. Du weißt, was das Schlimmste ist? Der Plan ist ja schon da, dass die Max rauskicken. Also wenn die am Ende rauskicken, ist er so, ja, mein Gott, wir haben dich rausgekickt, weil du meine Michelle hier angebaggert hast. Ich spüre hier eine Spannung. Können wir es bitte klären? Was mit deinem Clown-Gehabe jetzt? Es ist kein Clown-Gehabe. Ich spüre Spannung. Könnt ihr es bitte klären? Was für ein verfickter Lappen ist eigentlich Tommy? Weil Tommy merkt, dass es Probleme gibt und man Spannungen am Tisch hat und dass man vielleicht noch ansprechen könnte. Ja, das ist auch für Mike ja nicht ganz was Tolles, ne? Wenn man über Probleme mal reden würde oder sich vielleicht auch eingestehen müsste, dass er Fehler macht. Oh, imagine. Ich hab einen Traum, ich hab einen Traum, ich will nur... Es ist einfach so, dass man zu einer Frau, ich hab's als Spaß aufgefasst, im Nachgang sag ich halt einfach... Das klingt schon. Ich habe es als Spaß aufgefasst, der Situation. Alle hatten Spaß, alles war toll. Im Nachgang, als Mike dann dazu kam, ist mir aufgefallen, dass das gar kein Spaß war. Mike hat mir zum Glück klargemacht, dass ich auch so humorbefreit sein soll. Was ist das denn für eine Scheiße? Du sagst nicht stopp, du bist doch nicht in der Position, du Hampelmann, Alter. Hör doch mal an. Ja, glaubst du eigentlich, dass du bist hier drin, Mann? Glaubst du, kein Mensch, Alter, hier drin mag dich, Mann? Entschuldige dich doch einfach, du Hampelmann. Oh, ich hasse Mike so sehr, wirklich. Also der killt mich wirklich jedes Mal aufs Neue komplett am Leben vorbei. Und wenn ich immer ein Ranking machen müsste, wer der unangenehmste Mensch in Trash-TV ist, der würde auf ewig Platz 1 sein. Das ist so krass, weil ich glaube, es gibt keinen Funken an ihm, der irgendwie sympathisch ist. Um Gottes Willen, niemals. Ja. Bei dir entschuldige ich mich gerne. Es tut mir leid, wenn du es falsch aufgefasst hast. Okay. Mit dem Michelle habe ich gar kein Problem. Und da kann sich der Max auch dann locker entschuldigen. War jetzt nicht perfekt, Entschuldigung, aber er hat sich entschuldigt. Aber auch nicht gut genug für alle am Tisch, ne? Ich lach den aus, Mann. Das ist eine Witzfigur. So egal, Alter. Es ist mir komplett egal, Alter. In Berlin, jedes Taxi lacht dich aus, was vorbeifährt. Und wie Mike seine Unsicherheit noch darstellen muss. So, ich lach dich aus. Es ist mir voll egal, wie alles, was passiert ist. Ja, ich glaube auch, dass es dir komplett am Arsch vorbeiging, was da alles passiert ist nach dem Drama. Oh Gott, ey, als ob wir blind wären alle. Wir sehen auch schon wieder nichts, Freunde, der Sonne. Naja, nach dem kleinen Streit geht man aber besser dann nochmal schlafen und naja, das Problem ist, man hat eine Allianz, aber Nico Legert gehört ja noch dazu, ne? Hey, Nico, ja, denk an das Dreierzimmer, ne?
Ja, das ist doch eh safe, Alter. Ich bin einfach ein asozialer Motherfucker. Ja, und Tommy, Max und Nico sind ein Dreiergespann, wo Max und Tommy denken, der gehört auf jeden Fall dazu. Aber Nico hat sich halt komplett von Mike belabern lassen. Und die fühlen sich jetzt leider zu sicher. Sandra versucht zu warnen, aber das bringt ja nichts. Und schnell wieder aufgewacht im schönen Land am fernen Kap. Und können wir mal ganz kurz eine Sekunde darüber sprechen, dass morgens Tommy und Max miteinander duschen, also voll okay, finde ich voll fein, ist ja alles in Ordnung. Aber Sandra heult rum, du verbringst viel zu viel Zeit mit Max. Man könnte meinen, ihr seid hier ein Couple. Und Tommy so, nein. Und geht dann erstmal morgens mit Max duschen. Alles klar. Ich bin nicht eifersüchtig. Melina und Tim. Heute bekommt ihr die Möglichkeit, das klärende Gespräch zu führen, was noch immer zwischen euch steht. Yippie! Das könnte auch interessant werden, glaube ich. So halb. Mal gucken. Warum? Hast du im Club mit einer anderen Frau rumgemacht, obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt wieder angenähert haben? Das ist ja meine gute Einstiegsfrage. Die Antwort dürfte aber klar sein, er war besoffen und horny. Ich glaube, alles, was ich sagen würde, wäre nur eine Rechtfertigung. Aber du weißt, was du damit angerichtet hast, oder? Ja, ich weiß, was ich damit angerichtet habe, natürlich. Ja, und tatsächlich ist das auch der Kern des ganzen Gesprächs. Also bei manchen Gesprächen kommt ja voll viel rum, bei Tommy und Sandra waren voll viele Fragen. Da geht es jetzt wirklich nur so, warum bist du fremdgegangen? Und ja, danach, du kannst danach ja nichts mehr Geiles sagen. Also du bist fremdgegangen, hast Scheiße gebaut, jeder weiß es. Wie willst du es entschuldigen? Wenigstens gutes Wetter. Ich weiß doch, dass ich jemand, der gesagt habe, hey, so, ich werde der sein, der die Scheiße nicht mit dir abzieht. Oh, und das ist ja nochmal doppelt traurig. Also wenn Melina anscheinend in der Vergangenheit schon betrogen wurde, dann wieder einen Partner hat, der sagt, ey, das mit mir passiert dir das nicht. Und dann passiert es trotzdem. Boah, irgendwann kannst du auch Menschen einfach nicht mehr vertrauen in der Beziehung. Du drehst ja irgendwann auch Rad. Du hast dann einfach nicht das Recht, dich über mich abzufacken. Weil natürlich, wir verstehen uns gut und wir reden auch und wir lachen und wir stehen in den Spielen gut. Aber manchmal denke ich mir dann einfach, du hast alles kaputt gemacht. Und dann ist Melina halt manchmal trotzdem sauer, wenn sie ihn einfach nur sieht. Und er regt sich dann darüber auf, dass sie grundlos sauer ist. Aber das hast du ja. Also diese Gefühle kommen ja trotzdem auf. Es brodelt in dir und puh, das ist traurig. Und ich finde irgendwie aber schön, was auch jetzt sehr weird klingt, diese Seite von Melina zu sehen. Diese verletzte Seite, dieses ich bin nicht nur cool Girl, dass mich nichts juckt, sondern sie ist wirklich verletzt. Schön, schön, dass man diese Seite halt kennenlernen kann. Weil wir einfach eine Verbindung haben, die einfach da ist. Wir kennen uns wie sonst irgendwas. Ich glaube, kein Mensch kennt mich so gut wie du. Selbst wenn du mir irgendwann verzeihen kannst, weiß ich nicht, ob ich es selber kann, weil... No, weil es ihm auch so leid tut und weil er einfach einen Fehler gemacht hat, den ich rückgängig machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein trauriger Punkt, wenn beide wissen, ey, wir würden so gut zusammenpassen, es harmoniert eigentlich so gut, wir kennen uns so gut und es läuft auf ein Ding, aber diese Scheiße ist passiert, das klappt nicht mehr. Das ist auch sehr hart, weil du kannst dich ja schlecht nach einem neuen Partner umsehen, weil du ja noch so daran hängst und denkst, hey, du bist der perfekte Partner für mich, aber du kannst ja nicht mit dem zusammenkommen. Oh, da steckt immer noch so viel hinter, ne? Da hätte ich das nicht mit gerechnet. Also ich wollte eine ehrliche Entschuldigung, die nicht einfach, ja, sorry, tut mir leid. Die habe ich auch auf jeden Fall heute bekommen. Ja, bei Tim merkt man am ehesten, dass er reumütig ist, dass er halt, es ihm leid tut, dass er fremdgegangen ist, dass es ein Fehler war. Das ist einfach, dass er sich selber so in den Arsch beißt dafür. Ja, deswegen, Leute, geht nicht fremd. Es ist immer nur schrecklich. Manchmal nicht nur für den anderen, sondern auch für euch. Es war die Wahrheit. Während da allerdings ein sehr emotionales Gespräch geführt wird, geht es in der Villa auch nochmal anders ab. You smile at me. Ja, du Idiot, ey. Kleiner Pisser, das sind die Du Idiot, ey. Nimm das jetzt auf hier. Bist du ein dummer Wichser, ne? Mein Gott, Nico, ey. Blödes Arschloch. Warte, warte. Du hast kaputt gemacht. Du! Du hast kaputt gemacht. Du hast durchgebrochen, Mann. Und das ist, glaube ich, ganz normaler Männerspaß. Sich gegenseitig schubsen, irgendwas kaputt machen und dann fett Gas leiten. Also, es soll als Joke gemeint sein, aber ich glaube, manchmal ist das auch einfach ein Trainingslager für die, oder? Verstehst du? Nein. Sarah und Nico, auch ihr bekommt nun die Gelegenheit für ein Gespräch unter vier Augen. Ich habe keinen Bock auf diese ganzen Familiendramen wieder. Vor allem hatten die doch jetzt in einigen Folgen schon jedes Mal ein Gespräch. Jetzt schon wieder ein Gespräch? Vor allem, die füllen die Folge jetzt mit Gesprächen? Ja gut, von Tim und Melina war jetzt auch nicht spaßig, vielleicht haben sie deswegen gedacht, wir brauchen mehr Content. Beim Gespräch angekommen, denkt sich Nico aber so, eine Sechsflasche, die können wir doch direkt mal killen. Ist auch ein guter Einstieg fürs Gespräch, würde ich mal sagen, ne? Man schüttet gerade ein. Echt? Sekt, ja. Reicht, dankeschön. Man schüttet Sekt nicht gerade ein. Also meines Wissens nach ist das kompletter Quatsch, den gerade einzuschütten. Vor allem, weil man ja schon das Ergebnis sieht, er schäumt dann viel zu sehr. Aus meiner Point of View denke ich gerade so, no, ich hasse es, wenn Leute jemanden korrigieren und das dann falsch ist.
Imagine, ich bin jetzt der, der falsch ist. Aber trotzdem, ich hasse das. Ich möchte das heute erklärt haben. Ich möchte hier heute nicht hören, ich war da nicht bereit zu. Es war scheiße, es war blöd, es tut mir leid. Merkt ihr, wie unterschiedlich der Vibe bei dem Gespräch Melina, Tim und Sarah Nico ist? Ach Gott, ja, die Stimmung eine ganz andere. Sehr idyllisch hier, ne? Du denkst, indem du im Fernsehen fremdgehst, startest du eine Karriere. Das mit dem Fremdgehen, da, ich bin einer, der ich denke nicht viel nach. Und das war oft mein Fehler. Und das kaufe ich mir auf jeden Fall ab. Also, dass der nicht viel nachdenkt, da bin ich dabei, da hat er mich abgeholt. Ich glaube, das ist auch schon mal dran. Das kannst du mir nicht erzählen. Doch. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Du hast noch gesagt, du bereust es nicht. Ja, und er war dann, glaube ich, auch danach sehr, sehr stolz auf das, was er gemacht hat. Aber ich glaube, der war dann auch irgendwie wieder in den Fäden seines Vaters, der es ja selber feiert, was Nico da getan hat. Deswegen, es ist alles ganz schwierig. Aber man sollte auch an Sarahs Stelle jetzt einfach sagen, das bringt doch nichts, mit ihm zu reden. Also du merkst doch, es bringt nichts. Schließ einfach damit ab, sag dir selber, Gott, wie dumm war ich und ciao. Anders klappt's ja nicht. Als sein Vater damals das am Tisch geäußert hat, mit Nico, es wird mal wieder Zeit, eine andere Frau zu finden. Bitte, das ist... Ja, ich weiß noch, welche Situation. Oh, und man merkt, dass Nico wahrscheinlich aufgetragen bekommen hat, ja, du darfst so prominent getrennt gehen, aber hier wird nicht über Poppy geredet in der Sendung. Und er so, oh, scheiße, Sarah redet darüber, was mache ich jetzt? Also der ist auch, glaube ich, irgendwas ist der in der Familie Legert auch ganz schief, ne? Also das wissen wir auch schon länger, aber Halleluja. Wenn mein Mann stehen müsste, hätte sagen müssen, Vater, halt die Fresse und ich hätte ihn rausschmeißen müssen. So sehe ich das heute, klipp und klar. Ja, natürlich sieht Nico das so. Also der erzählt dir jetzt natürlich auch wieder, was sie hören werden. Deswegen glaube ich, das Gespräch auch so, es bringt ja nicht viel. Also bei Tim und Melina hat man wirklich was gemerkt, Gefühle, er bereut es so richtig. Und Nico so, boah, es tut mir voll leid, Sarah. Ist noch Sekt da? Also, ja. Du warst für mich als Mensch da und nicht irgendwie als Sohn von oder sonst was. Und das, boah, das ist halt, das kenne ich halt eigentlich nicht. Und das ist das Problem. Boah, scheiße. Okay, es löst nichts in mir aus. Das wiederum finde ich sehr gut. Das bedeutet nämlich, du bist dann ein bisschen darüber hinweg und kannst langsam mit abschließen, weil es dich einfach nicht mehr juckt. Sobald es dich nicht mehr juckt, ist geil. Wie nice ist das denn bitte? Meinst du eigentlich, du weißt, was richtige Liebe ist? Das war mit dir richtige Liebe und das habe ich jetzt im Nachhinein erstmal richtig erfahren. Sagt er zu seiner nächsten Partnerin wahrscheinlich auch. Ich glaube allerdings auch. Und ich finde es immer wieder auch erschreckend, dass so Typen wie Alex, Nico, aber auch Mike oder was auch immer im TV komplett sich aufführen können wie sonst was. Und es gibt dann Frauen da draußen, die sagen, irgendwie tönt mich das ja an, ne? Also es ist ja auch immer sehr, sehr erschreckend. Und oh Gott, ich komme damit nicht klar. Das ist ja auch, wie kann das sein? Kann man sich irren? Zurück in der Villa merkt aber Nico vielleicht dann doch, dass es mit Sarah eigentlich ganz schön war und dass er sie halt verloren hat und wie traurig und einsam sein Leben vielleicht auch ist. Und da habe ich mich kurz gefragt, ist das jetzt für Show oder hat er wirklich nochmal gemerkt so, ich bin komplett verkorkst, meine Familie hat mich verkorkst, alles ist verkorkst, mein Retter Mike kommt gerade, was jetzt auch ein bisschen verkorkst ist. Mein Vater hat einfach viel Schuld daran, dass ich so bin, wie ich bin und der hat auch viel kaputt gemacht. Und das ist, glaube ich, leider ein wahrer Punkt, weil stellt euch mal ganz kurz vor, Thorsten Legert ist euer Vater. Ich weiß ja nicht, ob man da nicht unverkorkst rauskommen kann. Ich fühle mich mittlerweile wie ein Psychopath. Das ist echt immer eine mentale Herausforderung, weil es kostet viel Kraft, Zeit und Energie, den anderen ihren Schwachsinn anzuhören. Oh Gott, ja, und Mike ist einfach komplett einfühlsam. Also, sei es mal dahingestellt, ob Nico es jetzt gerade ernst meint oder nicht, aber was ist das denn bitte für eine Reaktion? Und wenn Nico das wissen würde, dann würde er sich nicht so auf Mike einlassen. Wie kann man so naiv sein immer auch? Naja, aber leider geht's kurz danach auch schon zum Rauschmiss, Leute. Nico ist also zwischen beiden Allianzen, also zwischen Max Tommy und zwischen Mike und Lukas. Das heißt, eine Seite muss auf jeden Fall irgendwie in den Rücken fallen. Oh ja, und da bin ich ganz gespannt, wie das wird. Also ich glaube, Nico fühlt sich schon ein bisschen geil, weil er sich so geil. Ich bin wirklich der Mittelpunkt und Leader hier of the Gang. Zumindest redet sich das ein. Was ich geil finde, wir haben ja mitbekommen, dass Mike alle Leute bequatscht hat. Wir haben mitbekommen, dass Tommy und Max hier Lukas und Chiara rauskicken wollen. Und das, der ganze Plan steht. Wir wissen, wie alle nominieren wollen. Und ich finde das irgendwie so geil, wenn die Leute irgendwie komplett anders nominieren und es komplett was anderes passiert und wir durch Rückblenden erfahren, was dann noch passiert. Das ist so ein richtiger Masterplan oder so. Das wäre so krass gut. Aber wir werden wahrscheinlich enttäuscht. Mal gucken. Unsere Entscheidung heute trifft. Max und Luisa.
Ja, okay, und das war wahrscheinlich jetzt nicht groß überraschend, ne? Ich habe mich heute für euch beide entschieden, Lukas und Chiara. Ja, und das war auch nicht überraschend. Also bis jetzt ist eigentlich alles so, wie es besprochen wurde. Ja, wer hat sich's auf jeden Fall versaut? Max und Lisa, das ist kein Geheimnis. Ich meine, ihr beiden passt einfach nicht hierhin. Genau, weil ihr seid keine absolut toxischen, super schrecklichen Menschen. Raus mit euch! Dass wir es bei Max und Luisa teilweise am interessantesten fanden, wie die es aufeinandertreffen wird, neben Sandra und Tommy und Sarah und Nico. Okay, sagen wir dahingestellt, aber Mike hat wieder Durchblick. Ganz bestimmt nicht! Das jetzt mit der Allianz zu tun hat, ich weiß es nicht, vielleicht tut es auch Tommy mal gut, dass er sich auf Sandra einlässt. Weil ich glaube, da ist noch echt viel Redebedarf. Oh Gott, und dieses Nick von Sandra. Yes, Mike. Ich und Tommy sind nämlich jetzt das Team, das dann als nächstes rausfliegen wird. Ja, und ich glaube auch, Tommy wird nicht so glücklich sein mit Sandra, weil sie ja anscheinend aus seiner Sicht wahrscheinlich da irgendwas wusste. Chiara, Lukas, ich habe euch gewählt. Und damit steht es halt jetzt schon 2-2. Und dann kommen aber noch Milena und Tim, oder nicht? Oh, ich mach's kurz und knapp. Sandra und Tommy. Weil, wenn ich nicht gesaved wäre, hättest du mich gewählt, traurigerweise. Ah ja, und die hat ja gesagt, wir wählen nicht Max und Luisa, weil Melina und Luisa anscheinend Besties geworden sind. Aber es reicht ja, weil wenn Nico jetzt für die sind, sind die raus. Aber es könnte spannend werden, weil Nico könnte jetzt auch einen Masterplan haben. Nico, ein Masterplan. Vergesst das. Max und Luisa, ich habe euch gewählt. Aber warte mal. Also ist jetzt alles passiert wie abgesprochen, außer dass Max und auch Tommy natürlich jetzt super enttäuscht sind, weil die auch mit Nico in der Clique waren. Aber Max und Luisa hatten noch gar keinen Wir-reden-miteinander-gezwungenermaßen-Gespräch. Das bedeutet, die fliegen nicht raus und es steht jetzt im Brief, dass die irgendwie safe sind wegen dem Kim Virginia Emanuel Rausruf oder so. Komm. Ich will die Ehrlichkeit, ich will die Straightheit und ich will die Paare hier haben bis zum Ende, die sich hier entwickeln möchten. Ich hab's dir gesagt. Ja, ganz toll, Sandra. Allerdings, ist Nico hoffentlich klar, dass das, ihr seid keine Paare mehr. Ihr seid alle Ex-Paare. Was wollt ihr euch denn noch groß entwickeln? Puh, egal. Die haben immer haarsträubende Argumente. Okay, pass auf. Liebe Ex-Paare, ihr habt entschieden, Max, Luisa, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Ihr müsst die Villa der Verflossenen morgen verlassen. Gut, und das war kurz und schmerzlos. Das Gespräch bekommen wir dann nicht. Vielleicht kriegen wir es offscreen. Vielleicht werden die rausgeworfen und kriegen trotzdem noch das Gespräch. Und ja, wir schauen dann einfach mal. Tommy allerdings ist natürlich jetzt aber auch super enttäuscht. Du musst mir ein bisschen erklären, deinen Grund. Das ist das Game. Das ist das Game. Dann komm nicht zu mir und tu so und dann hinter den Rücken, so wie du gemacht hast. Alles gut, so. Da komm ich klar. Naja, und Nico juckt das dann überhaupt nicht, dass ich einfach von Mike einspannen lassen. Und können wir bitte ganz kurz eine Sekunde darüber nachdenken, was passieren würde, wenn Mike am Ende gewinnt? Ah nee, man muss ja Spiele gewinnen, um das zu gewinnen, ne? Gut, die Sorge ist nicht berechtigt, es kann da nichts passieren. Aber Tommy und Sandra finden wahrscheinlich jetzt auch nicht zueinander, oder? Wir voten Sarah und Nico direkt danach. Die nächste Nominierung werden wir gemeinsam besprechen. Okay, brav, ja. Ich habe verstanden, wir sind beide auf einer Seite, deswegen bringt nichts. Wen für dich jetzt als nächstes? Weiß sie noch nicht, sie möchte da gemeinsam drüber sprechen. Also auch Tommy bestimmt einfach in dieser Gruppe wieder und Sandra so, ey, können wir zusammen als Team darüber reden? Oder so, was soll das, als Team darüber reden? Ja, wir sind ein Team. Ein Team heißt, wir machen, was ich will. Tommy, das war keine gute Idee, mit Promi getrennt mitzumachen. Oh mein Gott, vorher, also durch das Temptation Island, hatten alle Mitleid mit ihm. Weil dass er mit Paulina zusammengekommen ist, war schon eine absolute Katastrophe. Aber das, nee, wird immer schlimmer. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie das sich alles ändern wird mit den Dynamiken in der nächsten Folge, Leute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Irgendwo anders dran draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.